Naomi ist auf jeden Fall eine sehr taktisch und sehr technisch saubere Kämpferin. Von daher kann man sich da immer auch sehr viel abgucken. Und ja, und definitiv profitiert man davon, wenn man gemeinsam dann Randori macht und auch gegen so hochrangige Sportler dann kämpfen kann. Das ist natürlich das macht uns, glaube ich, so stark. Ja, Martina ist schon eine sehr unangenehme Linkskämpferin, was natürlich auch für mich im Wettkampf immer vorkommen kann. Deswegen profitiere ich natürlich davon. Ich glaube, wir haben wenige auch in Deutschland, die wirklich so unangenehm links sind. Es gibt wenige Menschen, die so fokussiert sind wie Martina. Das sieht man ja schon, wenn sie auf die Matte geht. Das ist ja wirklich, da ist sie einfach sehr fokussiert und sehr zielstrebig, was auf jeden Fall eine gute Eigenschaft ist. Ich finde, sie ist extrem lässig so auf Wettkämpfen, so wirkt sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was innerlich in ihr vorgeht, aber sie wirkt immer sehr lässig und cool. Nee, also so, vielleicht sieht es so aus, aber natürlich habe ich auch Nerven, die mir da durchgehen. Und ich glaube, es liegt aber auch wirklich mit an der Position, die ich gerade habe, dass ich einfach nicht, dass ich sagen kann, okay, wenn es gut läuft, dann ist es gut für mich, aber es geht keine Welt für mich unter, wenn jetzt ein Turnier nicht gut läuft. Und vielleicht strahle ich deswegen so ein bisschen Lässigkeit aus. Ich bin ja schon gerade noch die Jägerin und in meinem zweiten Frauenjahr ist es, glaube ich, auch ganz gut so, dass ich nicht irgendwie gejagt werde. Und es macht im Moment auch viel Spaß zu jagen. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Position für mich. Ich glaube, dass es eine andere Drucksituation ist, wenn man selbst gejagt ist. Und deswegen macht es mir so im Moment deutlich mehr Spaß.